Sinus, Cosinus und Tangens sind Funktionen. Zu jedem beliebigen Winkel gibt es genau einen Wert für diese Funktion. Die Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen sind jedoch nicht eindeutig. Die Umkehrfunktion der trigonometrischen Funktionen heißen Arcusfunktion. Die Umkehrfunktion des Cosinus also Arcus-Cosinus. Die Umkehrfunktion ergibt sich durch Spiegelung des Graphen an der ersten Winkelhalbierenden. Man kann erkennen, dass zu einem Cosinuswert von 1 nicht nur der Winkel 0 gehört, sondern auch der Winkel 360 Grad, der Winkel 720 Grad und so weiter. Nur wenn man den Definitionsbereich einschränkt, werden auch die Arcus-Funktionen eindeutig. Geometrische Gleichungen sind Gleichungen wie a gleich Sinus x, bei denen die Variable als Argument in einer trigonometrischen Funktion vorkommt. Die Gleichung Sinus x gleich 1/2 ist also eine einfache geometrische Gleichung. Um die Gleichung zu lösen, müssen wir die Umkehrfunktion Arcus-Sinus anwenden. Zu einem Sinuswert von 1/2 gehört der Winkel von 30 Grad und der Winkel von 150 Grad, sowie unendlich viele weitere Winkel, die sich durch Addition von 360 Grad zu diesen Grundwinkeln ergeben. Allgemein können wir also die Lösung der Gleichung Sinus x gleich 1/2 wie folgt formulieren. Wir haben einen Winkel x1 gleich 1/6 Pi plus 2Pi mal k in Bogenmaß und einen Winkel x2 von 5/6 Pi plus 2Pi mal k. Wenn der Cosinus x gleich 1/2 sein soll, gibt es die Möglichkeit, dass der Winkel Pi Drittel ist oder minus Pi Drittel plus die entsprechende Addition vom Vollwinkel. Eine Lösung ist also 60 Grad plus k mal 360 Grad. Eine weitere Lösung ist 300 Grad plus k mal 360 Grad. Cosinus Phi gleich 1/2 Wurzel 2. Der Arcus Cosinus Phi von 1/2 Wurzel 2 ist entweder 45 Grad oder 315 Grad.